Bewertung von Arbeitsplätzen, psychische Fehlbelastung, also was kann einen Menschen stressen, dass der in Richtung Depression oder Burnout geht, was kann man dagegen tun, und da geht es ja in dieser Reihe jetzt aktuell. Und ein großer Punkt, ein Stressor, den die Menschen stresst, ist Orientierung. Ne? Wenn ein Mensch sich nicht orientieren kann im Unternehmen, mir ist die Vision nicht klar, mir ist das Quartalziel nicht klar, mir ist das Teamziel nicht klar, mir ist nicht mein Ziel nicht klar, ich weiß gar nicht, ob ich mein Ziel erreichen kann, ich weiß gar nicht, wo ich stehe, ich weiß gar nicht, ob, wenn mein Chef gleich reinkommt, ob der mir sagt, habe ich gut gemacht oder habe ich nicht gut gemacht, ich weiß nicht, welches Wissen von mir erwartet werden, ich weiß nichts, ich weiß noch nicht mal, wo die Sachen hier stehen, das wäre ein Stressor. Ne? Das heißt, dem Menschen muss man halt diese Angst nehmen. Ne? Wie ich schon mal erklärt habe, Angst und Freude wiegt halt unterschiedlich. Angst wiegt höher. Und Verunsicherung führt bei Menschen dazu, ist ein Schutzreflex. Ich bin verunsichert, wenn jetzt was passiert, könnte was Schlechtes passieren. So, das heißt, Orientierung. Wo ist die Vision? Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Was ist mein Anteil daran? Bin ich im richtigen Bereich oder muss ich mir Sorgen machen? Das sind alles Orientierungsthemen, die einem Menschen, die negativ auch in den Menschen wirken, die für auch zum Teilpunkt dafür verantwortlich sind, dass ein Mensch Stress empfindet oder auch ins Burnout geht.